Wir müssen zum Zauberkunstunterricht, Harry. Und ich hab da so eine Idee. Was für eine Idee? Wir sollten Professor Flitwick nach der Kammer des Schreckens fragen. Er müsste eigentlich etwas darüber wissen. Gehen wir! Das Jahr hat gerade erst angefangen, Potter. Es ist noch alles offen. Pass in Zukunft besser auf, wo du hintrittst, Harry. Keine Zeit zum Plaudern. Zum Glück. Ich hoffe, es wird nicht noch mehr Angriffe geben. Beeil dich, Harry, sonst kommen wir noch zu spät zum Zauberkunstunterricht. Ich komme ja schon, Hermine. Versteinert. Ich habe gehört, die Narbe auf deiner Stirn soll sich winden wie eine Schlange. Was suchst du? Pass auf, wo du hintrittst, Potter! Das ist das Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hoffentlich sehe ich auch noch gut aus, wenn ich versteinert werde. Hallo. Hab leider keine Zeit zum Plaudern. Hallo. Verzeihung. Pass auf, wo du hintrittst. Das ist jetzt vielleicht gemein, aber mir wäre es egal, wenn Snape versteinert würde. Entschuldigung.
Wer auch immer Mrs. Norris versteinert hat, er hat uns allen einen riesigen Gefallen getan. Entschuldigung. Entschuldigung. Wer auch immer Mrs. Norris versteinert hat, er hat uns allen einen riesigen Gefallen getan. Hab leider keine Zeit zum Plaudern. Hab keine Zeit zum Plaudern, besonders nicht mit dir. Entschuldigung. Pass auf, wo du hintrittst. Verzeihung. Entschuldigung. Verzeihung. Wer auch immer Mrs. Norris versteinert hat, er hat uns allen einen riesigen Gefallen getan. Zumindest wurde Mrs. Norris nur versteinert und nicht gleich gekocht. Machen? Ich sagte, du sollst verschwinden. Wenn du in Hogwarts bleiben willst, musst du auch tun, was man dir sagt. Ich behalte dich im Auge, Potter. Glaub bloß nicht, du könntest mich austricksen, Potter. Ich behalte dich im Auge. Willkommen im Zauberkunstunterricht. Heute lernen wir den Entschleimzauber. Ja, Miss Granger? Ich frage mich, ob Sie uns nicht etwas über die Kammer des Schreckens erzählen könnten. Mein Fach ist Zauberkunst, Miss Granger, nicht Mythen und Legenden. Bitte, Professor, wir wollen es alle wissen. Ja, wie ihr wollt. Hogwarts wurde von 4 Personen gegründet. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Slytherin wollte nur Schüler aus magischen Familien in Hogwarts aufnehmen. Die anderen 3 Gründer waren damit nicht einverstanden und Slytherin verließ die Schule. Ja, Miss Granger? Er baute eine Kammer in das Schloss ein, von der die anderen Gründer nichts wussten. In der ein riesiges Monsterhaus, das die Kammer bewacht. Die Legende besagt, dass Slytherins Erbe komme, um die Kammer zu öffnen und den Schrecken im Inneren zu entfesseln. Und alle, die nicht aus einer magischen Familie stammen, sollen dann von Hogwarts verwiesen werden. Das ist natürlich Unsinn. Begeben wir uns lieber zurück in die Realität. Harry, kommst du bitte nach vorn und versuchst mal den Entschleimzauber anzuwenden? Gerne, Professor. Vergiss all den Unsinn über die Kammer des Schreckens. Konzentriere dich lieber auf das Symbol vor dir. Der Zauberstab bewegt sich über das Symbol. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. In allen 3 Übungen musst du die angezeigten Pfeile treffen. Bist du bereit? Übung 1. Fang an. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor.
Übung 3. Fang an. Prima! Du hast alle Übungen erfolgreich abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Gut gemacht, Harry. Du beherrschst nun den Entschleimzauber. Jetzt wollen wir mal sehen, was du bisher alles über den Entschleimzauber gelernt hast. Willkommen bei der Entschleim-Herausforderung, Harry. Um diese Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit aufsammeln. Du findest ihn einige Stockwerke tiefer. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du.